Geil, oder? Das nicht geil aus. Solltet ihr irgendwas spenden oder solltet ihr diesen Kanal abonnieren, was ihr unter diesem Video tun könnt, weil immer wieder ich Fragen. Hier, nicht auf Folgen, also Folgen auch, aber abonnieren könnt ihr auch. So, das ist hier unten. Irgendwie fragen immer viele Leute. Ich weiß nicht, ob der Button irgendwie weg ist oder so. Der ist hier unten. Ja, da könnt ihr draufklicken. So. Und, solltet ihr das machen, ich werde das später noch vorlesen. Jeden einzelnen, samt Text, wenn die Spenden und die Abos nicht mehr angezeigt werden. Okay, ja, ich habe das neue Auto, das habe ich heute schon auf YouTube gezeigt. Okay, du hast die Waffe schon, da du länger dabei bist. Ach, ich habe die Waffe schon. Wo? Also, wo soll die denn sein? Da müsste die ja eigentlich... Ist ja diese Tommy Gun, ne? Ne, ich hab die nicht. Oder ich übersehe sie gerade. Egal, wir fahren trotzdem mal zur Ammunition. Und zum Friseur. Ja. Da sagt ihr was. Okay, also an alle, die mitspielen, ja? Wir treffen uns. Ansicht wechseln. Ah. Irgendwie will die Taste bei mir nicht. Wir treffen uns in Blaine County mit Heideltrautmasken. Okay? In Blaine County mit Heideltrautmasken. Ich markiere jetzt im Stream wo. So. Also, sieht aus wie Thomas Gottschalk. Also, wir treffen uns einfach, sag ich mal, hier. Okay? Hier ist der Treffpunkt. Alle mit Heideltrautmasken. Ja, hier. Okay. So. Ich wollte jetzt aber erstmal... Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, zum Ammunition. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Ammunition denn ist. Hier müsste doch irgendwo einer... Ach, da. Okay, ach, guck mal, direkt da um die Ecke ist einer. Ja, prima. Ich brauche ja keine Heideltrautmaske, ich habe sie ja schon. Okay, liebe Freunde, also das hier ist jetzt auch eine Art Live-Let's Play, denn dieses Material wird hoffentlich auf YouTube kommen. Und deswegen sage ich auch mal Hallo, herzlich willkommen auf YouTube, liebe Freunde, die ja alle zusehen. Wir machen hier gerade ein Live-Let's Play mit der netten Community. Wie gesagt, jeden Mittwoch um 19 Uhr gibt es ja einen Stream und heute haben wir GTA Online gespielt, was auch sonst, ja. Und ihr verpasst immer die beste Sache, wenn ihr nicht einschaltet im Stream. Und deswegen sind wir jetzt hier, ja, im wunderschönen Blaine County unterwegs und werden heute ein Heideltraut-Treffen machen mit der Community und vielleicht auch nochmal ein paar Tuning-Autos angucken. Also da gibt es einiges, was wir heute zu tun haben und ich hoffe, dass wir uns dann auch alle benehmen. Ich habe ein paar Regeln aufgestellt und wenn du mal bei so einem Live-Let's-Play mitmachen möchtest, einfach wie gesagt jeden Mittwoch um 19 Uhr einschalten oder Twitter und Facebook im Auge behalten, findest du unter diesem Video verlinkt, ja? Es würde mich sehr freuen. Und die Community auf Twitch ist auch eine sehr, sehr nette und liebe Community. Und die ist auch eigentlich jeden Mittwoch dabei und freut sich auch. Und das sind auch nette Menschen. Das sind richtig nette Menschen. Und bei den Streams sind auch immer Gäste dabei, wie der Curry, der Bronze, der Major und so weiter und so fort. Ach, wie gesagt, hier ist das Treffen gleich, ne? Ah, da wollte ich gar nicht hinfliegen. Mein Gott. Alter! Nee! Okay, alles gut. Der beste Helikopterpilot ever. Warte mal, hier war das, ne? Hier unten ist irgendwo Ammunition. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Geradeaus weiter, okay. So, die Maske kriegt ihr ja, die Maske kriegt ihr ja logischerweise am Vespucci Beach. Am Vessels. Liebe Moderatoren, könnt ihr noch einstellen, dass ich gerade GTA 5 spiele? Ich hoffe, das ist eingestellt. Ja, oder GTA Online vielmehr. Ja, wieso sehe ich den Waffenstore? Bin ich jetzt vorbeigeflogen? Ach da, sorry, ich fokussiere mich manchmal zu sehr auf andere Sachen. Ich lasse mich zu sehr ablenken, liebe Freunde. So, jetzt nur noch hier landen. Genau, ich habe die Heideltrautmaske bei YouTube übersehen, da hast du völlig recht. Okay, besser kann man gar nicht landen. Dankeschön, liebe Jahema. Dankeschön, Evelyn. Die guten, netten Moderatoren. Auf Twitchy. So. Okay, ich gehe mal hier rein. Hello, guys. Yo, Smiley, was ist das denn auf deinem Kopf, Alter? Okay, ich komme mal die Waffe. Das ist ja die hier, die neue, ne? Das ist die Gansenberg Bleispritze. Die kostet $14.600. Und da kann man natürlich noch ein größeres Magazin drauf packen. Was für eine Farbe nehmen wir denn? Was für eine Farbe sollen wir nehmen? Ich finde ja... Den Platin finde ich am geilsten, oder? Was würdet ihr nehmen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So. Okay, achso, wir müssen auch noch ein paar andere Sachen gerade mal erwerben.
So. Denn ich habe Lust, heute noch ein paar Jobs zu spielen und dann bräuchten wir das auch noch. So, sonst haben wir eigentlich alles, ne? Warte mal, was hängt denn da über. Pink. Ja, das glaube ich euch, ne? Wollt alle pink haben! So, weil ich suche gerade was. Ach, hier. Ach, da habe ich auch schon, ne? Ne. So, okay. Gold, ich habe einen goldenen Raketenwerfer, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und auch eine Waffe. So. Okay, Smiley ist am Stissel. Ich steige jetzt mal beim Smiley ein, der fliegt mich bestimmt einfach rüber. So, Smiley, flieg mich mal zur Location. Geil, alle schon am Stissel. Okay, Smiley, einmal wieder rüber. Ich mach mal ganz kurz. Was macht der denn? Alter! Smiley, bist du von allen guten Geistern verlassen? Hä? What the fuck? Okay. Da müssen wir es anders machen. Smiley, was war das? So. Okay. Yeah, man. I need a ride. Okay, warte, ich brauche noch ganz kurz was Wichtiges. So, das gehört natürlich dazu zu einem Heideltrau-Treffen. Ne? So. Ja, Follower, wenn ich jeden Follower begrüßen würde, dann würde ich 700 Jahre brauchen. An D-Sing war das bei Smiley, okay. Deswegen, Abonnenten und Leute, die Spenden haben, natürlich Vorrang. Die werden auch im Stream angezeigt. Muss man auch ganz ehrlich sagen, weil die machen ja. Also, wir sind. Also, die sind nett. So. Alle anderen auch, aber egal. So. Komm, Smiley, zieh auch die Kiste! YOLO! Hat er sich gedacht. So. Wer von allen ist Dennis? Haben wir die gleiche Maske. Geil, wie die ganzen Leute jetzt am Start sind. Ach, dafür feiere ich die Community. Ich hoffe, ihr seid alle artig. Boah, Bein überfahren. Alter, was geht denn hier? Alter, was geht denn hier? Ist das krass. Okay, alle mit euren Karren dann auch hier rumkommen, wenn ihr ein Roost World habt. Und stellt die mal alle dann hier in der Reihe auf. Mega nice. Die haben alle Drachenmasken auf. Geil. Hallo Leute. Ich mach mal den Chat an. Moment. Ah, ist schon. Hallo, sprecht doch. Sag mal hallo. Oh, wow. Was ist das denn hier, du geiles Stück? Ha. Ey, ist das geil, Alter. Ohne Scheiß. Hier sind alles Heideltraus, ey. Ich werd bekloppt. Wie geil ist das bitte? Und eine halbnackte Heideltraut in Dessous. Ah. Hammer. Also, stellt doch mal eure Autos alle, an die anderen Autos. Guten Abend, Simon. An alle Autos, wie beim Wespen-LP. Neben dem Wespen-LP und an den nächsten Wagen alle so eine Reihe. Und dann stellen wir uns gleich alle vor die Autos. Und wir machen dann ein richtig geiles Super-Selfie mit den ganzen Heideltraut-Skins. Ey, das ist mega geil. Also, ne, macht mal, stellt alle eure Karren mal darüber. Und, versteht ihr mich dann alle? Hört ihr mich alle gut im Spiel? Jo. Ja, nice. Mega geil. Also ihr müsst den Sprachchat auch anstellen, ne? Wer hier gerade mitspielt und uns nicht hört. Alter, ich feier das so. Das ist so geil. Ja. So, der Thomas Airpoint war ja auch dabei, aber der ist leider nicht in der Lobby, der Gute. Der hat auch einen Heideltraut-Skin gehabt, habe ich gehört. Boah, mal die Möppes haben wir hier. Ja, ist das geil. Ich feier das so. Das ist so schön. Endlich mal eine Heideception, die ja immer sagt, der ja immer sagt. So, und die ja immer, sage ich schon. Also, eine Heideception hier, live on air, liebe Freunde. Aber wir halten ein bisschen den Verkehr hier auf, das ist ein bisschen doof. Deswegen verlagern wir unser ganzes Treffen einfach mal irgendwo hin, wo kein Verkehr ist. Wir können ja, wir fahren, guck mal, wir treffen uns einfach nochmal hier. Okay, Leute, wir treffen uns am Ende von Sandy Shores Flughafen, weil wir halten mal den Verkehr immer auf. Und da lässt uns die KI in Ruhe. Deswegen alle in eure Karren und rüber da. Scheiße, welches Auto war denn jetzt meins? Ach du Kacke, was für ein Auto war denn jetzt meins? Warte, ich kann das ganz einfach herausfinden. Ah, ich stehe direkt davor.
So. Okay. Wir treffen uns dann da drüben. Aber ich muss nochmal die Moderatoren natürlich beim Twitch-Chat ganz, ganz krass loben. Die nehmen sich jedes Mal die Zeit und auch beim Gronkh im Stream und sind die dabei und machen das richtig, richtig gut. Und finde ich mega geil, dass ihr euch da so einsetzt. Also vielen Dank für eure Unterstützung an Evelyn, Yahima, Miss Mimi, Lulu, Phoebe, an alle, die dabei sind jedes Mal. Wirklich eine coole Sache. Dankeschön, ja. Und die halten den Chat immer frei. Also für alle, die jetzt auf YouTube gucken, die wissen natürlich nicht, wovon ich rede. Deswegen müsst ihr mal den Stream gucken, ja. Mods loben. Da können wir ruhig mal alle Hashtag Mods loben in den Chat schreiben. Und natürlich in die Kommentare auf YouTube. So, wir fahren jetzt alle darüber. Vielen Dank an den Minimal MB. Ja, Dankeschön. Ich hoffe, du bleibst auch so, wie du bist, mein Guter. Oder meine Gute. Man weiß es ja nie. So, wir fahren mal darüber. Ist jetzt direkt hier um die Ecke. Okay, aber bitte ohne Polizei, ohne alles, ja? Yeah. Heidel Inception, ey. Heidel Inception. Boah, der ist durch. Achso, der ist Passivmodus, ne? Ja, falsch abgebogen, Kollege, wa? Kickse, wa? Kickse. So. Okay, diesen random Job ignoriere ich jetzt einfach mal. Ups. Geil, Alter. Das ist wirklich genauso, wie es sein muss. Okay. Okay, dann stellt Kasala. Mal. Kasala, dann stellt mal eure Autos alle in der Reihe auf. Das wäre sehr, sehr nice. Kann man das schön auf YouTube zeigen und im Stream. Das hat nämlich nicht jeder. Das hat nicht jeder. Das ist nur die geilste Community überhaupt, ja. Alter, ist das geil. Feier das so. Wir sind alle Heidis. Ja, deswegen wird es umso schwieriger, uns zu benehmen. Okay. Okay, Leute. Und jetzt stellen wir uns alle gegenüber in einer Reihe unter dem Helikopter von Smiley. So, und ihr müsst dann alle stehen bleiben, weil ich dann jeden Einzelnen immer zeigen möchte. Also nicht bewegen oder so, einfach stehen bleiben. Und wir gucken uns das dann mal alle an. Genau, alle in einer Reihe, nicht drängeln. Vielen Dank an The Instant Pain. Ich bin neu in GTA Online. Wie und wo kann ich in der Crew joinen und mitzocken? Das habe ich ja schon mehrmals erklärt. Die Crew ist leider immer sehr, sehr schnell vor bei GTA Online. Deswegen wird es immer so ein bisschen knifflig. Ja, deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das in Zukunft machen. Ich habe ja schon überlegt, ob ich eine zweite Crew mit dem Curry aufmache und wir dann immer da durchswitchen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Okay. So. Guck mal, die stehen jetzt alle hier. Ihr steht noch nicht alle richtig in Reihe und Glied. Die rechte Seite von mir ist perfekt. Ja. Aber die linke Seite, da wo die halb nackt steht, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, Freunde. Na komm, ihr kriegt das hin. Ich feiere das so. Ey, guckt euch da mal an, wie unfassbar bescheuert das ist. Ja? Wie unfassbar bescheuert, aber gut das ist. Ich feiere das so. So, wir warten noch auf allen anderen. Also einfach stehen bleiben. Ich laufe jetzt vor euch und zeige dann jedem mit den Username und so und auch die Klamotten. Mal gucken, was für einen Stil ihr habt. Ja, und ich zeige dann noch die Karren auf der anderen Seite. Eine ganz spezielle Folge. Da kommt einer mit dem Flugzeug. Kann man ja auch mal machen. Ist ja auch ein schönes Auto, ne? Kann man ja auch tunen. Aber das Flugzeug kann er schon mal bereitstellen. Da können wir gleich noch einen kleinen Flug machen. So. Okay. Der Rainer. So. Okay, Leute. Dann laufe ich mal los. Ich gucke mir 10 einzeln an. Bleibt ihr einfach stehen. So. Alter, ist das geil. Hä? Da rennt schon einer weg. Okay, alter Smiley. Also, erstmal, ohne Witz, ist die Trudy nicht geil? Ja, die winkt sogar geil. Ja, Mann. Okay, dann haben wir Mr. Sony 414 auch im flotten Höschen, ja. Sehr, sehr geil. Wir haben den, die Raketeuhr 0381, ja. Sportliches Outfit, ne, sehr, sehr schick. Und eine Granate in der Hand. Leider keine Haftbombe, so wie es sich gehört, ne. Dann haben wir natürlich hier einen Suit, ey. Einen Suit. Aber ich kann dein Nickname gerade nicht lesen. Wieso? So kann ich dein. Hä? Was ändert da hinten? Ah, jetzt, Buffalo NOD, genau, dann haben wir den, also der Buffalo schön im Suit, so muss es sein, dann haben wir hier den Ombre, ja, der hat einen richtig schönen Anzug an, aber leider keine Heideltraubmaske auf, aber das liegt daran, dass er leider das Geld nicht dafür hatte, deswegen, der arme Kerl, welcher Schambeinlutscher macht hier Krach, das ist der da hinten, so, dann haben wir, oh, hör mal, Holly, da schäme ich mich aber, mich selber so zu sehen, also, was soll ich denn da sagen? Yeah, Mann! Finn Wert, vielen Dank!
Mods loben, Community loben und Dennis loben. Dennis, du bist der Beste. Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, Finn. Danke für deine Unterstützung jedes Mal, du Guter. So, guck mal, die haben mir die... Das ist... Das bin einfach ich im Video. Guck mal, das bin ich. Das bin ich. Eigentlich müssten wir auch alle diesen Anzug anhaben. Okay, die beiden auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also der Fives und Diablo. Dann haben wir einen Red Star. Boah, hör mal, das ist aber ein durchtrainierter Körper. Hör mal, yo, yo, yo. Okay, an dir darf man anscheinend nicht rumspielen. Flottes Hemd hier, ja, hatte ich auch mal eine Zeit lang an in GTA. Und auch in echt, ne? aber ich kann manchmal den Nickname nicht lesen. Warte mal, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter weggehen. So. Der ist sich hier kräftig an einem Schleudern. Auf jeden Fall mega geil. Ich kann den Nickname leider nicht lesen. Schade. Ich muss ein bisschen weiter weggehen, warte mal. Das geht leider nicht. So, auf jeden Fall, ich mach mal schnell durchlaufen, sonst wird es ein bisschen langweiliger. Ja, die haben ja alle mega geil. Ich zeig noch ganz kurz hier. Luki und so weiter und so fort. Django, Sergeant B, der Wushi. Dr. Papst, wenn du in die Hände klatscht, bekommst du noch mehr. Mal gucken, ob es klappt. So, dann haben wir, Gerhard Reinhauen. Der rote Barbar, Smiley, im amerikanischen Outfit natürlich, Don California und so weiter und so fort, Cologne, danke für dich Dennis, danke Jonko, mach's gut, und ich hoffe es geht dir gut. So, ihr bleibt mal hier stehen, ich zeig noch ganz schnell die Karren, oder warte mal, wir machen's anders, alle die Autos, Besitzer des Autos, ihres Autos sind, stellt euch nur mal vor eurem Auto, oder noch besser, setzt euch mal einfach rein, setzt euch einfach mal in euer Auto und bleibt stehen, bleibt einfach stehen, dann kann man es nochmal schön zeigen. Guck mal hier, was hat der denn da so Schönes in der Hand, hör mal. Oh.